13.600 Saareisenbahner wurden am 1. Januar 1957 in den Dienst der Deutschen Bundesbahn übernommen. Im Güterverkehr des Saarlandes liegt der Schwerpunkt auf der Beförderung von Kohle, Erz und Metallprodukten. Während im Berufsverkehr täglich auf dem Bahnhof Saarbrücken zwischen 5 und 9 Uhr 40.000 Berufsreisende aus- und einsteigen. Bundeskanzler Dr. Adenauer vollzog am 1. Januar 1957 die politische Wiederangliederung des Saarlandes an die Bundesrepublik in einem festlichen Staatsakt. Im Direktionsgebäude zu Saarbrücken übernahm Professor Dr. Frohne als erster Präsident des Bundesbahnvorstandes von Ministerpräsident außer Dienst Welsch, dem Präsidenten des Verwaltungsrates der Saarbahnen, die Geschäfte der neuen Bundesbahndirektion Saarbrücken. Der saarländische Minister für Wirtschaft und Verkehr verabschiedete den Verwaltungsrat und den Direktor der Saarbahnen und begrüßte die Verständigung zwischen Frankreich und der Bundesrepublik als Zeichen eines europäischen Fortschritts. Mit der Wahrnehmung der Geschäfte des Präsidenten der Bundesbahndirektion Saarbrücken wurde Präsident Grimm von der Bundesbahndirektion Trier beauftragt. Auf der Saarmesse in Saarbrücken erhielt die Bevölkerung einen Einblick in die Verkehrsprobleme der Bundesrepublik und in den technischen Fortschritt der Deutschen Bundesbahn.